Im Leben läuft leider nicht immer alles nach Plan und Gott, im Berufsleben sowieso gar nicht. Vielleicht seid ihr gerade auf Jobsuche, vielleicht aber auch einfach unzufrieden mit eurem aktuellen Job und wisst einfach nicht, wo ihr anfangen wollt und sollt mit Bewerbungen schreiben. Da hilft manchmal ein externer Einfluss, zum Beispiel von einem Bewerbungscoach. Was so ein Coaching ist, das erkläre ich euch jetzt. Ein Bewerbungscoach bespricht grundsätzlich erstmal eure berufliche Situation. Also checkt, wo habt ihr gearbeitet, was könnt ihr gut, was macht ihr und wo wollt ihr vielleicht damit hin. Er checkt also eure Stärken und langfristig eure Ziele und versucht, eure Schwächen zu mindern. Er entwickelt mit euch eine Strategie für das perfekte Bewerbungsschreiben. Wie das genau geht, seht ihr in diesem Video. Er hilft euch bei der Jobsuche, das heißt, wie müsst ihr genau googeln, um euren perfekten Job zu finden. Und er simuliert teilweise Bewerbungsgespräche, damit ihr nicht einfach ins kalte Wasser geworfen werdet. Also primär muss ein guter Bewerbungscoach euch erstmal zuhören, weil er euch kennenlernen muss. Er muss euch vor allen Dingen verstehen, eure berufliche Situation, eure Stärken, eure Ziele langfristig erkennen. Und das alles läuft ja über eine Empathie. Das heißt, es muss menschlich auch wirklich zusammenpassen. Und wichtig ist, auch ihr dürft eurem Coach Feedback geben, weil davon lebt das Ganze. Also sind wir mal ganz ehrlich, im Grunde genommen ist es für uns alle mal hilfreich, gecoacht zu werden. Es hängt halt immer davon ab, in welcher Situation wir gerade sind. Egal ob jetzt Berufseinsteiger, Studienabbrecher, auch die Führungsetage oder Leute, die einen Karriereknick haben und sagen, ich möchte mich beruflich nochmal umorientieren. Ein Coach hilft im Endeffekt immer. Ja, mit einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, kurz AVGS, werden die Kosten übernommen und ihr habt Anspruch auf ein individuelles Bewerbungscoaching. Als WBS-Teilnehmer sind sowieso 3 Bewerbungscoachings inklusive. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, findet ihr unten in der Infobox den Link. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Abonniert unseren Channel, lasst einen Daumen da und bis bald, euer Chris.